Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Der Modus ist ein bisschen geändert worden wegen des mangelnden Schnees. Werden nicht wie sonst 5 Runden über 3 Kilometer gelaufen, sondern 6 2,5 Kilometer Runden. Es wird aber trotzdem nur 4-mal geschossen. Das heißt, nach der ersten Runde wird am Schießstand vorbeigelaufen und dann gleich die zweite Runde und danach dann wird normal geschossen. Aber die Runde ist dann eben kürzer, nur 2,5 Kilometer und dann kommt man auch auf die 15 Kilometer. Tarje Bö, der sicherlich heute der große Favorit ist, genau mit ihm hier, mit Martin Fourcade, dem Sieger des Sprints. Das sind die beiden, die die meiste Erfahrung haben mit Massenstarts und die größten Erfolge feiern konnten. Emilien Jacquelin mit der Nummer 3, der französische Startläufer gestern in der Staffel. Da schoss er 2 Strafrunden, 4. im Gesamtweltcup. Ganz spät ist er da zum Start gekommen. Die 25 Besten der Welt und dazu die 5 Besten aus dem Sprint. Nicht ganz, denn der Allerbeste ist nicht da, Johannes Tinius Bö. Der wartet auf die Geburt seines ersten Kindes. Für ihn ist die Nummer 26 der Welt nachgerückt, Simon Schemp. Dadurch 5 Deutsche im Feld. Sicherlich Benedikt Doll, Johannes Kühn und Arndt Peiffer mit den größten Chancen hier aufs Podest zu laufen. Für Philipp Horn mit der Nummer 19 ist es erst der 2. Massenstart seiner Karriere in Annecy, kurz vor Weihnachten. Da war er 28. geworden in seinem ersten Massenstart. Und für Simon Schemp geht es darum, mal wieder ein stabiles Rennen hinzubekommen. Er hat ja eine schwierige Saison im Moment. Schemp muss sicherlich über ein stabiles Schießen in diesem Wettkampf hin. Das muss die Grundlage sein. Der Birksteig. Die vielleicht legendärste Stelle im Weltcup. Über die Benedikt Doll noch mal sagte, da ist es einfach nur noch laut, laut, laut. Man kann keine Stimmen mehr unterscheiden. Oh, kleiner Hakler zwischen Fabian Claude und Benedikt Doll. Er hatte vorher schon ein bisschen nach links geschaut. Das ist in der ersten Runde natürlich wichtig. Deine Mitte. Die Deutschen, dass man sich hier aus allem so ein bisschen raushält. Johannes Kühn kann ein Liedchen davon singen. In Annecy in der ersten Runde, in der ersten Abfahrt, nur 400 Meter nach dem Start, war er gestürzt. Skibruch inklusive, musste dann 2-mal den Ski wechseln, verlor 2 Minuten bis hin zum ersten Schießen. Und danach schoss er keinen einzigen Fehler, verbesserte sich auf Platz 14. Fourcade, Christiansen, Bö, Détieu, Jacquelin. Dann die beiden Russen, Elisejew und Bloginov, die beide gestern auf die Staffel verzichtet hatten. Wie auch Lukas Hofer, dann mit der 23, Dimitri Pidulschny, der Ukrainer, der vorgestern Abend erst angereist war. Er ist Vater geworden zum 2. Mal am 6. Januar und blieb dann noch ein paar Tage da. Hinten runter. An dieser Stelle ist gestern Dominik Windisch gestürzt, der Massenstart-Weltmeister von Östersund aus dem vergangenen Winter. Ist schwierig auf der vereisten Strecke dann auch das Umtreten, die Richtungswechsel. Aber hier sind sie alle gut rumgekommen. Windisch nach dem Sturz hatte sich die Opta ein bisschen verdreht, dadurch schoss er dann liegend auch gleich Strafrunden. Die italienische Staffel fiel zurück. Jetzt hat sich Fleckfette Christiansen an die Spitze gesetzt, der gestern die norwegische Staffel als Schlussläufer als erster ans Ziel brachte. Hatte ja eine Strafrunde geschossen, war weit in Führung liegend zum letzten Schießen gekommen. Und dann kam er aus der Strafrunde mit einem kleinen Rückstand auf Fillon Maillet, auf den Franzosen, und sagte sich, okay, den muss ich holen, sonst bin ich morgen der Depp der norwegischen Sportnation. Über 20.000 auch heute wieder hier im Stadion. Und die sind schon lange da. Um 10.30 Uhr hat das Stadion aufgemacht. Aber die Fans wissen, man muss auch schon, wenn man seine Stammplätze haben will, eine Stunde vor der Öffnung da sein, damit man dann eben auch an die Plätze kommt, an denen man gerne steht. Das ist jetzt die Abfahrt, der Brunnenweg. Und dann geht's langsam wieder
zurück zum zweiten Anstieg. Zur Zwischenzeit. Und dann nochmal über die sogenannte Sägespäne-Runde hier ins Stadion. Martin Foucault und Fettle Christiansen. Vor 3 Jahren gab es hier einen legendären, fast schon Massenstart, als Simon Schemp und Martin Foucault auf der Zielgerade um den Sieg kämpften. Schemp besiegte Martin Foucault und Erik Lesser, der war da auch noch mit dabei und schob sich auf der anderen Seite an Martin Foucault vorbei. Doppelsieg für Deutschland, da haben sie es dem großen Franzosen so richtig gezeigt. Dazu werden die beiden heute nicht in der Lage sein. Simon Schemp sicherlich nicht in der Form. Und Erik Lesser, der ist gar nicht da. Der läuft jetzt aktuell in diesem Moment im IBU Cup in der zweiten Liga in Osrebli im Sprint. War ja vorgestern 7. im Einzel. Ob er in der kommenden Woche in Ruppolding möglicherweise Lukas Fratscher wieder ersetzen wird oder nochmal in Osrebli bleibt. Es finden 2 IBU Cup Veranstaltungen hintereinander statt. Das wird sich heute Abend zeigen. Auch Roman Rees und Philipp Manavrath sind natürlich noch 2 Kandidaten aus dem IBU Cup, die theoretisch auch mal eine Chance im Weltcup bekommen könnten. Die Waldtribüne ist gefragt, das komplette Feld eng gereiht an der Waldtribüne, jetzt auf dem Weg zur Mobiltribüne. Auch wenn das wie eine französische Meisterschaft von vorne ausschaut, wir sind beim Weltcup. Ja, und da kann man sehen in den Anstiegen, wie tief und weich dann da die Strecke ist. Es hat gehalten, die Organisatoren haben es geschafft. Es war ja großes Thema vor dem Weltcup. Das letzte Rennen ist gestartet. Die Bedingungen sind okay. Und jetzt kommen sie hier rein in die Arena, die große Bühne am Rennsteig. Mal schauen, ob sich aus Versehen einer Richtung Schießstand orientiert. Ich habe es Ihnen ja eingangs erzählt. Es war ja nur die 2,5-Kilometer-Runde. Aber ich denke schon, Sie haben es alle verstanden, dass Sie jetzt noch nicht auf die Matte müssen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da vielleicht ein paar Kampfrichter stehen, um Sie einfach auch noch mal dran zu erinnern. Denn es ist ja schon vieles schiefgegangen. Tarje Böe vorgestern hat er vergessen, eine Strafrunde zu laufen. Wir haben hier Daria Domracheva schon gesehen, wie sie sich hingestellt hat, statt zu liegen. Also es hätte mich auch nicht überrascht, wenn sich jetzt einer der Athleten, zumindest einer der vorne laufenden, Richtung Matte orientiert hätte. So, 6:50, die Zeit der ersten Runde. Und jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los, fällt es immer noch zusammen. Sicherlich ein kleiner Vorteil für die, die nicht in der ganz großen Laufform sind, dass es eben diese Doppelrunde am Anfang gibt. Die können sich im Windschatten vom großen Feld ein bisschen länger ziehen lassen. Haben dann ein bisschen zum ersten Schießen eben schon 5 Kilometer absolviert und nicht erst 3. Konnten also 2 der 15 Kilometer insgesamt mehr vom Feld profitieren als sonst. So gab es 5 Massenstartrennen. 3 davon hat Johannes Tinius Bö gewonnen. Allerdings nicht das WM-Rennen. Wie gesagt, das gewann Dominik Windisch. Der Italiener, der gestern gestürzt war beim letzten Schießen. Da war Johannes Tinius Bö noch vorn. Dann war es Windisch. Ich glaube, er schoss 5 Fehler, sogar 4 oder 5. Und Windisch ging vor von 11 auf 1 beim letzten Schießen. Da hinten haben wir gerade gesehen, im dunklen italienischen Lauf. Drei Franzosen vorn. Mit dem nochmal Arne Peiffer und Benedikt Doll mit Felix Leitner, dem Österreicher. Foucault, Claude, Jacquelin,
diese kleinen Trittelschritte, die sie alle machen müssen. Benedikt Doll, der hat da vorhin einmal gewunken nach einem Stock. Jetzt kriegt er einen passenden Ersatzstock. Hatte da offensichtlich einen Stockbruch. Möglicherweise ist ihm auch unten nur in Anführungsstrichen die Spitze abgebrochen. Und um die Strecke sind Helfer und Trainer verteilt. Da unten sehen Sie noch den deutschen Trainer mit dem Ersatzstock an der Strecke lang gehen. Gut, dass das auch eben in dieser Phase des Rennens passiert ist. Hier nochmal. Schauen Sie, Martin Foucault ganz kurz, gerät aus dem Gleichgewicht und fängt das dann sofort wieder ab. Spektakuläre Kurve hier. Super Bilder. Und da können Sie es auch sehen in der Mitte. Johannes Kühn, Julian Eberhardt, wie sie sich aufrichten, wie sie mal ein bisschen auch sich ausruhen können dann dort im Windschatten. Direkt hinter der Spitze pulkt es sich ein bisschen und dann diese lange Kette der restlichen Athleten. Ihr Franzosen jetzt da vorne. Sie sind individuell sehr stark. Als Staffel haben sie es noch nicht so auf die Reihe gekriegt. Auch nicht gestern in Abwesenheit der beiden Bö-Brüder. Auch da mussten sie den nominell schwächeren Norwegern den Vortritt lassen. Natürlich gehandicapt durch die zwei Strafrunden von Jacques Le ganz am Anfang. Aber insgesamt auch die Norweger mit zwei Strafrunden und auch die Deutschen. Die dritte wurden mit zwei Strafrunden. Kurioses Rennen. Ist ein bisschen wie beim Langlauf bis jetzt. 12 Minuten fast ohne Schießen hatten wir so auch noch nicht, aber der Schneemangel macht eben das notwendig. Da werden wir nachher entschädigt. Da wird es dann ein bisschen schneller gehen mit der kurzen 2,5er Runde. Wenn das Schießen dann aufgenommen wird. Das ist Matvei Eliseev. Der Russe dort mit der Nummer 9. Jetzt hat sich Martin Foucault ein wenig abgesetzt, hat ein wenig angezogen. Er hat ja nach seinem Sieg im Sprint gesagt, es war für ihn wichtig, dass Johannes Tinius Bö nicht da war. So wusste er, er kann das Rennen so gestalten, dass er es aus eigener Kraft gewinnen kann. Wenn Johannes Tinius Bö da ist, dann muss er derartig schnell angehen, damit er die Chance zum Sieg hat, dass er eigentlich sein Rennen nicht mehr so laufen kann, wie er es möchte. Und jetzt diktiert er hier dieses Rennen. Wie ein Dirigent hat er sich entschieden, ich setze mich ein bisschen ab. Muss ja auf Bahn 2 gehen jetzt beim ersten Schießen. Das heißt, er wird, obwohl er eine kleine Lücke hat, nicht unbedingt als Erster anfangen zu schießen. Denn die mit den höheren Startnummern, die können sich ja gleich auf den Bahnen hinten entsprechend ihrer Startnummer einsortieren. Zweimal liegen, zweimal stehend. Die Schießreihenfolge im Massenstart. So, nach 13 Minuten und ein paar Zerquetschen fällt der erste Schuss und der ist von Benedikt Doll. Der geht leider daneben. Oben die Scheiben von Pfeiffer. Dann Kühn, der auch schon eine Strafrunde laufen muss. Foucault trifft zweimal, Pfeiffer viermal. Pfeiffer perfekt. Foucault, vier Treffer, Jacques Le, schon wieder drei Strafrunden. Taye Bö schießt null. Benedikt Doll muss zweimal in die Runde. Johannes Kühn einmal, Philipp Horn einmal. Und auch Schemp geht einmal in die Runde. Arne Pfeiffer von den fünf Deutschen der Einzige, der null geschossen hat. 3,4 Sekunden Rückstand auf Taye Bö, der geht mit der Spitzengruppe raus. Die anderen biegen links ab.
150 Extrameter und Arndt Peiffer mit einer schnellen Schießzeit. 24 Sekunden mit Jakob Fack zusammen. Kürzeste Schießzeit. Johannes Gühn 25 Sekunden zurück. Philipp Horn 29 Sekunden. Und Daje Bö, der ist als Erster rausgegangen mit 1,7 Sekunden Vorsprung vor Martin Foucault. Die werden das wieder zusammenlaufen. Foucault, Detieu, Christiansen, auch Peiffer. Die ersten fünf. Das ist die Serie von Martin Foucault. Der 33 Sekunden gebraucht hat für dieses Schießen. Der üblicherweise vor allem im Liegendanschlag etwas langsamer schießt als viele der anderen Top-Athleten. Auch Kritschmar, Dorle hängen an der Spitzengruppe dran. Dann kleine Lücke zu Eliseev und Eberhard, die beiden Schränken. Großen, breiten Athleten, dann wieder der kleine Felix Leitner, Dominik Windisch, der Weltmeister, Jeliot Nau, der Weißrusse, Simon Eder und dann Fio Maillet. Nach dem Biathlon-Massenstartrennen geht es natürlich noch weiter hier mit der nordischen Kombination. Vinzenz Geiger und Fabian Riesle im Teamsprint, dann nach der Tagesschau noch Rodeln und Langlauf. Der Wintersporttag im Ersten geht noch weiter. Wir sind hier beim Massenstart in Oberhof. Sechstes und letztes Rennen der Weltcupwoche. Es ist die dritte Runde, es ist die Runde Richtung zweites Schießen. Schemp und Doll mit Rückständen 47 und 51 Sekunden laufen zusammen, obwohl Benedikt Doll zwei Runden geschossen hatte, Schemp nur eine. Und vermutlich wird Benedikt Doll sich da auch noch ein bisschen absetzen, möglicherweise sogar noch ranlaufen an die vor ihm platzierten Moravec und Prima aus Tschechien und der Ukraine. Arndt Peiffer macht einen sehr stabilen Eindruck in dieser Woche. Siebter im Sprint. Gestern auch mit einer sehr guten Laufleistung in der Staffel. Auch mit zwei Nachlader liegend, drei stehend bei extrem schweren Bedingungen. Ja, Verpflegung wird gern genommen. Und Daje Bö auch. Dorle dahinter. Christiansen war es, genau. Und auf der rechten Seite von Daje Bö. Jetzt läuft er vor ihm. Ja, und Foucault hält das Tempo hoch. Werden hier links von den Trainern die Trefferbilder angezeigt nach dem ersten Schießen, ob es dort Tendenzen gab, ob reagiert werden muss. Die Bedingungen eben beim ersten Schießen waren sie besser als im Frauenrennen vorhin, als es teilweise sehr stürmisch war. Denis Herrmann ja, nach dem Ziel davon, dass es dann doch die Glücksspiele von Oberhof waren heute. Eine Windlotterie. Auch wenn das dahin ist, die neuen Strafrunden laufen musste, sagte, was soll ich mir bei so einem Rennen irgendwie eine Analyse aus dem Ärmel leiern. Fand die Bedingungen schon jenseits des beliebten Begriffs grenzwertig. Na, jetzt sind sie wieder vorbeigegangen an Martin Foucault. Sie haben ihn nicht von der Leine gelassen. So wie noch in der ersten Runde.
Benedikt Doll hat inzwischen 10 Sekunden Vorsprung vor Simon Schemp. 47 Sekunden zurück, Schemp 57. Kühn nur noch 16, Horn 24. Also die große Gruppe da hinten, die man ganz kurz sehen konnte eben in der totalen Einstellung, die hat ein bisschen aufgeholt vorne auf die Spitze, ist jetzt so in einem Abstand von, ja, bisschen weniger als einer Strafrunde. Das heißt, wenn die null schießen und die hier vorne in die Runde müssen, dann würde sich das zusammenfügen. Détieu jetzt vorn. Können Sie sehen, immer mal wieder. Jetzt war das Fähnchen ruhig, zieht dann so eine Windböe rein. Das ist wieder ein bisschen mehr. Schauen Sie, jetzt flattert es wieder etwas straffer. Wer kann damit am besten umgehen? Zu 9 sind sie da. Und jetzt legt sich oben die zweite Ecke hin. Pfeiffer 2 Treffer, Böe Strafrunde. 4 Treffer an Pfeiffer. 5 Treffer an Pfeiffer, er geht als erster hier raus. Elisejew muss zweimal in die Runde, Eberhard zweimal, Kritschmar zweimal. Détieu muss in die Runde, Foucault muss in die Runde. An Pfeiffer geht jetzt hier allein auf die nächste Runde. Kriegt dort die Information schon gleich gesagt von Florian Steirer. Kühn schießt 0, Horn eine Runde. Oben jetzt Benedikt Doll. Und unten macht es tick-tack, tick-tack. Das Karussell ist jetzt gut besucht, die Strafrunde. Alle kreiseln sie da, bis auf Arndt Pfeiffer. Doppelführung Deutschland, Pfeiffer Kühn, dann Eder, dann Jesper Nelin. Doll muss einmal in die Runde. Jetzt rechts oben die Scheiben von Simon Schemp. Ja, es ist genau so gekommen. Wir haben alle eine Runde geschossen und sind jetzt mit der zweiten Gruppe zusammengelaufen. Nur einer nicht, und das ist Arndt Pfeiffer. Jacquelin muss wieder in die Runde, zweimal nach den drei Runden eben. Schwierige Woche für ihn. Und Simon Schemp trifft 5-mal. Wichtig für ihn. Er muss übers Schießen kommen im Moment. Hinten Claude auch mit 2 Runden. Was macht der Pfeiffer da? Wieder schnellster Schütze, auch beim zweiten Schießen. 24 Sekunden. Er kennt das hier in Oberhof natürlich, hat lange hier gelebt und trainiert, auch jetzt noch, lebt zwar in der Nähe von München, kommt da gelegentlich hierher und trainiert dann mit der Gruppe von Marc Kirchner und Marco Danz. Gruppe 23 Sekunden. Der Abstand ist gleich geblieben im Vergleich zur Situation nach dem Schießen. Vordergrund ist der Hofmeister gesehen. Das ist der Fahrer des Wachstrucks, der auch dort absichert an einer Stelle, die vorhin angesprochen. Überall stehen Betreuer und Helfer. Gestern waren sie mit großer Gruppe zur Siegerehrung der Männerstaffel. Hat Benedikt Doll eben auch nochmal unterstrichen gesagt, das ist ihm auch nicht selbstverständlich, dass wir auf so einen Podest laufen bei einer Staffel. Das ist für keine Staffel selbstverständlich. Und das war auch ein Ausdruck dessen, dass dort eben viele Betreuer aus dem Team mitgekommen waren zur abendlichen Siegerehrung im Kurpark in Oberhof. Kühn und Foucault jetzt mit kleiner Lücke zu Eder und Nelin. Jesper Nelin, 51. im Gesamtweltcup, ist, was die Weltrangliste angeht, der schlechteste, der am schlechtesten Platzierte aller hier im Feld, hat sich über den 17. Platz im Sprint vorgestern hier qualifiziert, wie auch Morawetz, Benjamin Vega, Jaljotnau und der Ukraine Artem Prima, das sind die 5 Nachrücker. Wieder Scheuerl mit den Informationen jetzt für Johannes Kühn.
Ja, und der Arndt Peiffer Fanclub, der hat Grund zur Freude, wie die meisten der Fans hier. Denn die meisten sind natürlich Fans der deutschen Mannschaft. Arndt Peiffer, einen Massenstart hat er noch nie gewonnen. Aber auch in der vergangenen Saison war er zweimal im Massenstart auf dem Podest. Der kann das. In Oslo, Saisonfinale, war er Zweiter. Doll übrigens Dritter. Und in Antols, Ende Januar, da war er Dritter. Der Abstand wird größer. 29 Sekunden. 6, 7 Sekunden haben sie verloren. Links Johannes Lukas. Florian Steirer. Trainer der Schweden und der Deutschen mit den Informationen über die Abstände. Da Philipp Horn. Rechts Tarje Bö. Das ist dann die nächste Gruppe. Die hatten nach dem Schießen 45 Sekunden Abstand. Auch der ist größer geworden. Arndt Peiffer. Er ist schnell unterwegs vorn. Was für eine Leistung von Arndt Peiffer bis hierher. Der ist erst am Mittwoch als letzter der deutschen Athleten hergekommen, weil er über Silvester krank geworden war. Die Bronchien waren zu. Er war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt in München zweimal direkt nach Silvester. Und dann am Mittwochvormittag nochmal zur Untersuchung. Dann ist er am Mittwoch angereist, hat am Nachmittag hier noch trainiert. Aus der Praxis auf die Rennstrecke. Hat sich dort grünes Licht geholt, dass er starten kann. Und bitte. Stehen schießen. Arndt Peiffer fängt an, die anderen biegen jetzt hinten in den Schießstand ein. Jetzt aber ein Fehler. Hat er Glück auf dem Rand. Ist er noch reingekrochen aufs Schwarze. Zwei Strafrunden von Arndt Peiffer. Ja, die Windfahnen auch schwer zu erkennen für mich von hier. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen waren. Ich glaube aber nicht, dass es so schwer war. Zweimal muss er in die Runde, aber die anderen müssen auch erst mal treffen. Foucault und Détieu haben das schon dreimal, viermal Détieu sogar gemacht. Kühn muss in die Runde. Auch Eder muss in die Runde. Détieu und Foucault, die beiden Franzosen sind weg. Kühn zwei Runden. Da biegt Arndt Peiffer in die zweite Strafrunde ein. In dem Moment, in dem Détieu und Foucault das Stadion verlassen. Eine Runde, das wäre es gewesen, dann wäre er dran geblieben. Philipp Horn muss in die Runde. Ganz oben Benedikt Doll ebenfalls. Jetzt kommt Arndt Peiffer raus. Dritter, 25 Sekunden. Der Abstand dann Eder und Nedi. Benedikt Doll muss drei Runden laufen. Flutscht nicht so in dieser Woche für Benedikt Doll. Im Sprint hat er ja auch schon vier Strafrunden insgesamt geschossen. Zwei liegen, zwei stehen, war 44. Gestern dann auch die Strafrunde als Schlussläufer in der Staffel. Da hat er allerdings alles riskiert. Schnell geschossen war die einzige Möglichkeit für ihn, dennoch einen dritten Platz abgesichert.
dennoch, Benedikt Doll hatte höhere Ziele für diese Woche, wollte zwei Top-10-Plätze ergattern. Das wird ihm nicht gelingen. Ja, Foucault, jetzt will er es wissen. Geht weg. Nach dem Schießen lag er 2 Sekunden hinter Détieu. Jetzt liegt er 4 davor. Simon Schemp hat beim dritten Schießen 1 Strafrunde geschossen. Rückstand von Pfeiffer. 25 Sekunden nach dem Schießen auf Détieu. 24 auf Foucault. Die haben die Position gewechselt. Und jetzt hat Arne Pfeiffer ein wenig Zeit verloren auf die beiden da vorne. Horn und Kühn, 51 Sekunden zurück, 9. und 10. nach dem dritten Schießen. Da hinten Kühn, schon wieder zu sehen. Mal schauen, die Runde zum dritten Schießen. Da war Benedikt Doll der schnellste auf der Strecke. 5,54 und Arne Pfeiffer, 8 Sekunden langsamer, 5 schnellste Laufzeit. Aber auf der Strecke, das haben wir gesehen. Richtig Druck gemacht, Arne Pfeiffer, dann aber 2 Runden geschossen. Martin Foucault, ohne Rücksicht auf Verluste, über den abgebrochenen Tannenzweig auf der Ideallinie Richtung Sieg 79, Fragezeichen. Er ist schon auf dem Weg zum letzten Schießen. In der Saison haben die Franzosen einiges umgestellt. Patrick Favre als Schießtrainer geholt. Vincent Vitors als Lauftrainer. Alles war ein bisschen anders. Und er hatte keine gute Saison. Seit 2010 erstmals ohne WM-Medaille geblieben. Nur 2 Weltcupsiege. War 12. im Gesamtweltcup. Aber in dieser Saison beweist er, dass er immer noch absolute Spitze ist. 3. im Gesamtweltcup hinter den beiden Brüdern. Martin Foucault, 7 Sekunden jetzt der Abstand zu Simon Détieu, Carlito, wie sie ihn nennen. Und dann Pfeiffer mit Eberhard und Melin. Die lag 3 Sekunden hinter den Deutschen nach dem Schießen und auch die anderen sind näher gerückt. Das waren kleine Lücken. Das waren immer so Lücken von zwischen 3 und 4 Sekunden jeweils. Von Eberhard zu Lisejev zu Fioma Je. Konnten sie alles so ein bisschen zulaufen. Und Johannes Kühn, der hatte eine größere Lücke. Der hatte eine Lücke von 14 Sekunden auf Fioma Je davor. Der läuft eine richtig schnelle Runde. Philipp Horn hängt noch dran. An Dorle. Alles noch Läufer, die aufs Podest gehen können heute hier. Mit insgesamt 3 Strafrunden wie Philipp Horn auf der 14. Einen Platz hinter dem Deutschen. Martin Foucault, er ist wieder in der Position, die er liebt. Die er kennt aus so vielen, vielen Rennen. Er kommt hier als Erster zum letzten Schießen. Er selbst hat es in der Hand, dieses Rennen zu gewinnen. Er hat die Kraft, er ist ein exzellenter Stehenschütze, statistisch ein besserer Stehenschütze als Détieu. 85% Trefferleistung im Stehendanschlag. Détieu schießt im Schnitt 73% ins Ziel.
Was schreibt Martin Foucault heute Abend in sein Tagebuch? Mal wieder eine Erfolgsgeschichte? Kaum einer zweifelt daran. Aber das ist ja das Schöne an diesem Sport. Dass es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Und Sie sehen es, die Bedingungen sind nicht leicht. Kaiser Meckereinen, die hat ihre Erfahrung ausgespielt vorhin beim Frauenrennen. Die hat diese Bedingungen beherrscht. Was macht Foucault? Erstmal nichts. Beide nehmen sich Zeit. Und Foucault schießt die Strafrunde mit dem letzten Schuss. Aber auch Détieux hat eine geschossen, eine zweite. Können die jetzt hier mit schnellen Serien noch mal ranlaufen an Martin Foucault? Es ist riskant, denn es ist immer noch windig. Das muss jetzt jeder für sich entscheiden. Geht er auf Risiko und Sieg oder auf Nummer sicher und Podest? Fehler Eberhard, Fehler Fiomayet, Treffer Pfeiffer. Fehler an Pfeiffer. Zwei Treffer Christiansen. Alle anderen haben schon Fehler geschossen. Nur Christiansen nicht. Foucault ist raus aus der Runde. Jetzt haben sie alle Runden geschossen. Pfeiffer schießt die eine Runde. Der läuft hier um einen Podestplatz. Auch Dahle, auch Tarjebö schießt Runden. Alle müssen sie Runden schießen. Nur Martin Foucault. Der ist mit weißer Weste rausgegangen. Ah ne, der hat ja auch eine geschossen. Aber er konnte sich's leisten. So. Jetzt geht Foucault raus. Dann Détieux. Und dann kommen die anderen aus der Runde. Johannes Kühn mit drei Strafrunden. Tarjebö mit vieren sogar. Großer Abstand zwischen Foucault und Détieux. Und dann kommt Arndt Pfeiffer. Und dann Jakob Fack hinter ihm. Vier Sekunden dahinter. Dann Dorle 10 Sekunden dahinter. Jetzt kommt Philipp Horn aus der Runde. Guter Sechster. Tolles Ergebnis für Philipp Horn jetzt schon. Hat ja im Sprint die WM-Norm klar gemacht. Ja, das ist nochmal das Schießen von Martin Foucault, der sich Zeit genommen hat, der jeden einzelnen Schuss ins Ziel bringen wollte. In aller Ruhe. Der Glück gehabt, der ging rechts auf den Rand. Dann der Letzte, da wusste er schon, dass die Tür neben ihm einen Fehler geschossen hatte. Das kann er hören. Dann schießt er aber selber daneben. Und trotzdem wird es reichen für Martin Foucault. 27 Sekunden sein Vorsprung. Détieux kann Foucault noch nicht mal mit dem Fernglas erkennen. Der ist entschwunden auf dieser Schlussrunde, die ja auch nur 2,5 Kilometer lang ist. Aber auf 3 Kilometern wären diese 27 Sekunden für Détieux nicht aufzuholen. Foucault ist ohnehin der stärkere Läufer im Vergleich zu seinem Landsmann. Der hat einen Abstand von 14 Sekunden zu Arndt Pfeiffer. Und an der ersten Zwischenzeit sind aus den 14 schon nur noch 10 geworden. Pfeiffer jetzt 41 Sekunden hinter Foucault und 10 hinter Détieux. Und Pfeiffer muss auch nach hinten ein wenig schauen, denn der starke Dorle hat inzwischen Jakob Fack überholt. Der ist nur 6 Sekunden hinter Pfeiffer. Da sehen wir es. Pfeiffer, Dorle und kurz davor Détieux. Also Pfeiffer, der muss kämpfen um Platz 3 nach hinten. Der kann aber möglicherweise auch noch kämpfen nach vorne um Platz 2 gegen Détieux. Hier ist noch Spannung drin. Der ist der Lötkolben sozusagen zwischen Dorle und Détieux. Da vorne Détieux, den sieht er. Aber dahinter dann Dorle, ähnlicher Abstand. Sieht jetzt groß aus der Abstand, das liegt daran, dass wir hier in der Abfahrt sind. Jetzt, wo sie in den Anstieg kommen, da wird das wieder kleiner wirken. Das sind die Plätze 2, 3 und 4. Ist das spannend? Und da hinten dann schon Philipp Horn im Kampf gegen Nelin und dahinter Christiansen. Auf Fack laufen sie auf. Es wirkt so, als ob sie den Slowenen noch packen werden. Aber kann er sich Arndt Pfeiffer von der Pelle halten?
Ja, da schaut er sich um. Der Blick zurück. Kein Zeichen von Stärke in diesem Fall. Dort jetzt auf der Rückseite wird ihm der Abstand angezeigt. Wie groß ist mein Vorsprung auf Arne Pfeiffer? Ist der Vorsprung von Pfeiffer auf Dorle. Ich habe das Gefühl, der ist weg. Jawohl, Dorle ist weg. Und Arne Pfeiffer, er kommt immer näher. Er kommt immer näher heran. Und jetzt läuft er gleich unter der Brücke hier noch einmal an der Tangente durchs Stadion. Da wird er getragen werden. Da bekommt die Gänsehaut noch mal Gänsehaut bei dieser Atmosphäre. Es sind nur noch 4 Sekunden für Arne Pfeiffer. Das kann er schaffen. Jetzt tragen sie ihn in die Segelspäne-Runde. Und dort hinten an dem kleinen Anstieg, da wo vorhin Kirill Eckhoff Marta Olsby-Reuseland überholt hat, da hat er die Möglichkeit. Dort Silvio Thieme, der Physiotherapeut, auch er feuert Arne Pfeiffer an. Einmal kurz durchatmen. Dann geht's aus dieser Rechtskurve in den letzten Anstieg. Dann nochmal die Zielgerade mit dem Gegenwind. Er ist dran, Arne Pfeiffer ist dran. Seine Eltern sind hier, seine Frau ist da, mit Kind. Alle sind hier im Stadion und freuen sich. Und dann schauen wir einmal natürlich nach vorne und gratulieren Martin Fourcade zu seinem 79. Sieg, zum zweiten hier in Oberhof. Und da ganz hinten, da ist Arne Pfeiffer noch hinter Simon Détieu. Gratulation Martin Fourcade zu einem souveränen Sieg mit 2 Schießfehlern. Und jetzt kommt die Attacke von Arne Pfeiffer gegen Simon Détieu. Der Franzose, noch wehrt er sich, aber es wirkt schon so, als ob dieser kräftige Arne Pfeiffer hier den letzten Punch für sich hat. Der Schlittschuhschritt kommt und Arne Pfeiffer wird Zweiter. Er holt ihn noch den zweiten Platz. Was für ein Rennen. Fourcade gewinnt vor Pfeiffer und Détieu. Dann Dorle und dahinter Philipp Horn mit dem Massenstart seines Lebens. Es ist jetzt sein zweiter Massenstart. Und am Ende gegen Jakob Fack schafft das nicht mehr ganz. Aber auch er mit einem hervorragenden Ergebnis. Ein 6. Platz für Philipp Horn in einem Massenstart. Hier im Feld der Besten. Das alleine hätte für die WM-Norm gereicht. Also Philipp Horn mit dem besten Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Martin Fourcade gewinnt vor Pfeiffer und Détieu. Philipp Horn wird 6. Kühn und Doll laufen so um Platz 18, 19, 20 Richtung Ziel. Wir geben ganz schnell runter zu Michael Antwerpes und Kati Wilhelm. Was für ein Drama. Und Arne Pfeiffer, der hat wirklich alles gegeben. Der hat sich verausgabt und ein fantastisches Rennen abgeliefert, Kati. Hättest du ihm zugetraut, auf der letzten Runde noch diese Reserve mobilisieren zu können? Doch, ich hab's ihm wirklich zugetraut. Weil für mich macht er einen wahnsinnig starken Eindruck. Man merkt gar nicht, dass er krank war. Also wirklich. Und ihm macht es immer auch viel Spaß zu laufen. Und das hat man heute auch gesehen. Und ich freue mich total für ihn. Also wenn es so läuft, kann man vorher immer eine kleine Krankheitspause genau nehmen. Alle Schießen von Arne Pfeiffer haben wir für Sie vorbereitet. Grafisch und analytisch. Es haben sich viele schwer getan bei den Bedingungen, das ist ja klar. Aber der Arne Pfeiffer im Liegendanschlag, weiße Weste. Und dann ging es leider Gottes ein bisschen nach unten, ja, aber trotzdem. Aber er hat ja auch grandiose Schießzeiten gebracht mit 24-24. Und dann stehen, das ist einfach schwierig. Aber er hat auch gerade beim letzten Schießen, er wusste, worum es geht. Er wollte den Podestplatz absichern. Und deswegen hat er eben auch um den letzten Schuss so gekämpft. Und es war dann auch der Treffer. Und er hat ihn dann eben auch wieder in Schlagdistanz gebracht. Und er hat den Destieu immer vor ihm gesehen. Und ich wusste schon, den knackt er noch. Und Martin Fourcade hat es wieder gezeigt, der Altmeister. Er kann es immer noch. Und er wird es auch noch mal wieder können. Laufvergleich mit Arne Pfeiffer. Können wir schnell noch mal einen Blick drauf werfen. Fourcade gegen Pfeiffer. Und da sieht man, auf der letzten Runde hat der Arndt natürlich nochmal richtig. Ja, natürlich. Im Massenstart, der Amateur hatte natürlich auch nichts mehr zu erledigen auf der letzten Runde, außer vielleicht noch Gratulationen entgegenzunehmen. Und der Arndt musste ja richtig knietschen nochmal. Aber das war wirklich eine tolle Leistung. Und ich glaube,
das weiß auch der Arndt. Und das ist auch natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn du weißt, du kannst hier mit der Weltspitze mitlaufen und bist jederzeit in der Lage, eben auch aufs Podest zu laufen. Und das ist das, was ich auch immer gebraucht habe, um dann auch mit genügend Selbstbewusstsein auch in den WM zu fahren. Das war ein toller Abschluss hier in Oberhof. Vielen Dank, Kathi, für deine Analysen.